Hallo zusammen. So, in diesem neuen Bootstrap-Tutorial werdet ihr lernen, wie man mit Bildern umgeht. Wir werden die Jumbotrons anschauen und wir werden einige Alert-Meldungen erstellen. Ihr könnt auf w3schools.com, dort ist auch alles nochmal erklärt, auf Images, und dort habt ihr auch gleich ein Bild, das wir jetzt gleich runterladen werden. Dazu klicken wir einfach rechts auf dieses schöne Bild vom Eiffelturm, gehen das Bild speichern in unserem Ordner, wo schon das Bootstrap, CSS und JavaScript Libraries drin sind, und so wird dieses Bild jetzt dann auch gleich im Bracket erscheinen. Im Bracket selber könnt ihr ein Bild aufrufen nach ganz klassischem HTML-Text, IMG, und dann den Quellcode, also den Pfad angeben, meine ich, und dort ist Paris. JPG schon, wird da schon Autocompletion vorgegeben. Und wenn jetzt einfach nur das Bild so anzeigen würden, machen wir eine Vorschau, ohne irgendwelche Bootstrap-Unterstützung, dann würde es da ganz normal linksbündig erscheinen. Wir geben jetzt dem Bild noch gewisse Eigenschaften mit. Sagen wir mal, dass es von der Größe her etwas größer sein soll. Breite setzen wir nicht Widows, sondern auf Breite machen wir mal 600 Pixel, etwas größer ist, schön Eiffelturm, und dann haben wir als nächstes das Bedürfnis, zum Beispiel dieses Ding in die Mitte zu setzen, machen mit Display Block, und dann muss man noch diesen Margin auf Auto setzen, genauso haben wir ein Bild zentriert, und jetzt fügen wir dem gewisse Bootstrap-Klassen an. Bootstrap hat die Möglichkeit, über die Klasse Rounded eine schöne Rundung zu machen. Wie ihr da sehen könnt, sind jetzt die Ecken dieses Bildes abgerundet. Ein Detail, aber das macht genau solche Details machen dann aus, dass eine Seite schön aussieht. Oder wir können ein Image Thumbnail Klasse hinzufügen, und dann gibt es noch so einen kleinen Rahmen drumherum. Auch das sieht wieder sehr elegant aus, um Bilder zu umranden. Oder wenn ihr die ganze Sache noch etwas runder haben möchtet, nur so einen Kreis drumherum, dann macht ihr Rounded Circle, und so ist das Bild dann ganz ausgerundet. Also für Fotos ist das sehr praktisch. Dieses hier braucht es nicht mehr, logischerweise. Genau, so könnt ihr Bilder formatieren. Jetzt schwierig wird es, oder wenn ihr mehrere Bilder auf einer Seite habt. Machen wir da mal ein paar Bilder, und wenn jetzt diese Bilder skaliert, das klappt schon einigermaßen, aber vielleicht möchte ich jetzt, dass die Bilder nicht untereinander, sondern nebeneinander sind, dann müsste das kleiner sein, und jetzt sind sie aber dennoch untereinander. Wie kann man das ändern? Indem, dass man mit dem sogenannten Float arbeitet. Float beispielsweise Left zeigt schon an, ist dieses Bild dann auf der linken Seite. Oder wenn ihr alle Bilder nach Float Left macht, werden sie alle schön linksbündig sein. Wenn ihr jetzt noch eines rechtsbündig haben möchtet, könnt ihr auch Right geben, und so ist es dann auf der rechten Seite angezeigt. Als nächstes schauen wir uns mal dieses Jumbotron-Thema an. Dazu könnt ihr auf W3Schools gehen und dieses Jumbotron-Text anschauen. Jumbotron ist letztlich dazu da, dass ihr Text, den ihr habt, etwas schöner darstellen könnt und vor allem eben auch entsprechend gewichten könnt. Also bauen wir mal so ein Jumbotron auf, indem dass wir einfach wiederum ein Div machen und dann dort die Klasse eben mal Container geben, damit das schön als Bootstrap erkannt wird, und dann dort ein weiteres Div einbauen nach der Klasse Jumbotron. Und innerhalb von Jumbotron könnt ihr mit ganz klassischen Elementen arbeiten, beispielsweise H1 einen Titel machen. Wir zeigen es da gleich mal an.
normalerweise hier rechts den Titel und unten dran können wir dann beispielsweise einen Text schreiben, das ist die wichtige Nachricht. So, und wenn ihr jetzt außerhalb des Jumbotrons wieder Text habt, das wäre dann hier, wenn man das richtig formatieren würde. So, das ist wieder normaler Text. So wird eure Webseite dann weiter Text sein. Hinter dem Jumbotron oder oberhalb des Jumbotrons gibt es dann die Möglichkeit, beispielsweise Alerts einzufügen. Dazu schauen wir uns zunächst mal an, wie die Alerts formatiert sind. Da gibt es ganz verschiedene Alerts. Es gibt Erfolgsmeldungen, es gibt Infomeldungen, es gibt Warnungen und noch Gefahrenmeldungen. Ganz simpel gesagt, eben auch hier wiederum mit Diff Alert, Alert Success, Alert Info, Alert Warning habt ihr die Möglichkeit, Links einzubauen und dann eben auch gewisse Animationen, Fade In, Fade Out anzuzeigen. Probieren wir das gleich mal aus. Also machen wir da ein Diff Class Alert. Und was haben wir da? Machen wir mal eine Erfolgsmeldung. Das wäre entsprechend Alert Success. Und da habt ihr entsprechend die Möglichkeit, rechts jetzt die Erfolgsmeldung. Das ist die Erfolgsmeldung einzuschreiben. Und so ist jetzt der Text auch schön grün. Oder wenn ihr mit anderen Farben arbeiten wollt, eben eine Warnung habt, dann ist entsprechend rot gekennzeichnet. Das war's auch schon mit diesen Beispielen von Bildern, Jumbotrons und Alerts. Viel Spaß beim selber ausprobieren.